Hallo, wenn du ein Golfer bist mit einem Handicap zwischen 36 und Platzreife, dann bist du genau richtig hier beim Golfen mit Freude. Ich möchte dir heute drei Schnelltipps geben, wo ich wirklich weiß, dass die dir helfen werden. Tipp Nummer 1: Viele, viele Golfer mit höheren Handicaps schwingen zu steil runter. Also die Ebene stimmt nicht. Leider ist es nicht so, dass wie sie ausholen, dass sie so runter schwingen. Der Schläger tendiert ihr so. So, wenn man den Schwung anschaut, dann sieht man eine Schleife. Hier hinten beim Ausholen, hier kommt die Schleife und dann wird nach links gezogen. Man sieht den Ellbogen und ja, dann schleißt man die Bälle. So, damit du dieses von außen wegtrainieren kannst, mach bitte eine Schleife in die andere Richtung. So, hier muss man wirklich übertreiben. Ich schwinge zu dir aus, mache eine Schleife nach innen und schwinge dann nach rechts raus mit schön langen Armen. Und das mache ich wirklich ein paar Mal. Und dann gehe ich zum Ball und ich versuche, die Schleife zu machen. Nur was jetzt meistens passiert, ist keine Schleife, aber da du das Gegenteil trainierst aus das, ist es oft so, dass die Ebene genau stimmt. Ich werde jetzt diesen 120 Meter Schlag mit einer kleinen Schleife machen. Schau mal bitte, ob du siehst, ob du es sehen kannst. So, der Ball ist nicht tot am Stock, liegt aber auf dem Grün und macht eine leichte Linkskurve, was wirklich ein Traum ist für viele Golfer. So, der nächste Tipp ist auch total einfach. Und wenn ich meine Stunden gebe, lasse ich meinen Schüler Folgendes tun. Und bitte probiere das auch selber aus. Nimm den Stand ein, hol dann super langsam aus in Zeitlupe und dann schwing wieder ganz langsam runter in Zeitlupe. Und was du dann sehen wirst, du wirst sehen, wo dein Schläger ist, wie du runterschwingst und wie das Blatt ist. Nur ich habe gerade von außen nach innen gesprochen. Und dann, wenn der Golfer, der das macht, den Schwung so in Zeitlupe macht, sieht er plötzlich, dass der Schläger von da irgendwo kommt. Und er sieht auch, dass die Schlagfläche total offen ist, also rechts verkantet. Und dann sieht mein Schüler zum ersten Mal, oh, ich mache das. Dann sage ich, du musst von hier an den Ball kommen, mir von der Seite den Ball treffen. Und dann gibt es diesen visuellen Lerneffekt. Man spürt dann die Bewegung. Und dann ist man in der Lage, den Ball von hinten zu schlagen und den wirklich zu genießen, wie er zur Fahne schwingt, er fliegt. Der letzte Tipp hat mit dem Driver zu tun. Du spielst bestimmt gerne Driver oder du möchtest gerne Driver spielen. Dann ist Folgendes wichtig. Der Driverkopf ist so schön groß, aber leider ist der Schaft sehr lang. Und dann wird es natürlich schwer, weil man so weit weg vom Ball steht. So, mach Folgendes bitte. Nachdem du den Ball aufgetee hast, statt so zu stehen, stehe so. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einfach den Schläger niedriger gegriffen. Und ich bin dicht am Ball gekommen. Und es ist jetzt super einfach, den Ball zu schlagen. Okay, so tiefer greifen, näher stehen. Du hast einen viel einfacheren Schläger dann in der Hand. Und ich werde jetzt einen Schlag ausführen. Ich werde jetzt super langsam schwingen. Und ich werde einfach gucken, dass ich in meiner Achse bleibe, meine Wirbelsäulewinkel beibehalte. Und da fliegt der Ball. Oh, komm runter, bitte. Ich glaube, ich habe gerade einen Ball weit über das Grün geschossen. Okay, es hat sich gelohnt, weil ich glaube, dass diese drei Tipps dir wirklich helfen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere Golf mit Freude. Ich möchte dich so gerne dabei haben. Tschüss.